Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Dann noch einmal einen guten Morgen an euch alle zum Pressegespräch für unser Auswärtsspiel morgen beim SV Wien Wiesbaden. Anstoß ist in der Pritta Arena um 14 Uhr. Dann kommen wir auch direkt zu unserem Trainer. Ronny, nach dem Pokal ist vor der Liga, aber nichtsdestotrotz, wie viel Schwung könnt ihr aus dem Pokal mit rübernehmen in die Liga und wie viel Selbstvertrauen bringt das da vielleicht auch zusätzlich für die doch dann schwere und anspruchsvolle Aufgabe morgen in Wiesbaden? Morgen erstmal von meiner Seite. Klar, Siege geben immer Selbstvertrauen und das haben sich die Jungs auch wirklich redlich und schwer erarbeitet da in Dresden. Aber wie gesagt, du hast schon richtig gesagt, Daniel, der Blick geht nach vorn zu einer sehr, sehr schwierigen und trotzdem auch wichtigen Partie für uns in Wiesbaden. Und ja, wir wollen halt den Schwung, den wir jetzt aus Dresden mitgenommen haben, den wollen wir jetzt einfach auch da mit nach Hessen nehmen und wollen da einfach da auch wieder eine gute Leistung bringen. Wie ordnest du denn den SVW ein? Was kommt da so auf uns zu? Wo sind vielleicht die Stärken und wo könnt ihr sie vielleicht auch, was habt ihr da schon analysiert, wo könnt ihr vielleicht da zupacken, dass es am Ende dann erfolgreich für uns wird? Ja, also wenn man jetzt sich den Kader von Wien Wiesbaden anguckt, könnte man sagen, das ist ein Paradekader für die dritte Liga. Ja, sie haben alles, was man in dieser Liga braucht, um erfolgreich zu sein. Sehr, sehr große, zweikampfstarke, kopfballstarke Spieler, viel Tempo, fußballerische Klasse. Also sie stehen schon nicht so unrecht da oben, haben eine richtig gute Runde bisher gespielt und ich denke, die werden auch bis zum Schluss oben mit dabei bleiben. Wir haben uns natürlich dann immer auch ein paar Gedanken gemacht im Trainerteam, wie wir sie dann irgendwo dann auch beschäftigen können und das werden wir der Mannschaft auch heute zu Gemüte führen und ich denke schon, dass wir den einen oder anderen Aspekt dann auch gefunden haben, wo wir dann eben auch Wien Wiesbaden wehtun können. Dann lass uns nochmal kurz aufs Personal schauen. Ja. Sind alle gesund aus dem Pokalspiel gekommen, stehen, also mit Ausnahme der Langzeitverletzten natürlich, stehen denn soweit alle zur Verfügung? Also Stand jetzt stehen alle zur Verfügung. Gestern war ja hauptsächlich Regeneration. Es gab keine größeren Einschläge, nur halt normale kleinere Blessuren. Wir hatten noch ein paar zwei Krankheitsfälle im Team. Adam Susac wird dementsprechend ausfallen, er ist krank. Und ansonsten steht uns aber der Kader fast vollständig zur Verfügung. Und das gibt uns eben auch wieder mehr Möglichkeiten, um da auch zu rotieren. Gut, dann eure Fragen bitte. Ja, Frage an Mike. Trainer ist gut gelaunt reingekommen, hat gesagt, er hat gute Laune, weil er gut gelaunte Spieler hat. Nach zwei Siegen ganz logisch. Wie seid ihr denn jetzt diese Tage angegangen? Was hat es mit der Mannschaft gemacht? Wie gut ist jetzt nochmal die Laune von dir beschrieben? Naja, die Laune ist hervorragend. Ist klar, nach zwei Spielen, die wir jetzt wirklich gut bestritten haben und auch gewonnen haben. Das positive Gefühl müssen wir jetzt mitnehmen in das Spiel morgen. Das ist ganz wichtig, gegen so eine Mannschaft dann auch zu bestehen. Da muss man wieder alles in die Waagschale werfen, so wie gegen Dresden. Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Das brauchen wir jedes Spiel und dann sind wir auch schwer zu schlagen. Ja, dann noch eine Frage an den Trainer. Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass auf Sie eine schwierige Aufgabe wartet. Wiesbaden ist Dritter, aus meiner Sicht jetzt. Worauf wird es denn jetzt ankommen in Ihrer Mannschaft, um aus Wiesbaden was mitnehmen zu können? Was wird besonders wichtig sein? Ja, also wenn man Sie so anschaut, auch Ihre Spielweise, ist halt eine Mannschaft, die halt auf dem direkten Wege Richtung gegnerisches Tor will. Ob das jetzt mit kurzen Bällen ist oder eben auch mit einem Langball. Das ist jetzt unerheblich, es geht schnurstracks immer nach vorn, sie haben monströses Tempo mit Hollerbach vorn und da ist schon erstmal immer schwierig, das zu verteidigen und da eben auch schon auch in eigenem Ballbesitz dann eben auch die Konterabsicherung zu haben, dass man eben dann nicht erst sich darum kümmert, wie der Gegner agiert, wenn der Ball verloren ist, sondern im Vorfeld schon die Organisation dafür betreibt und ja, sie sind halt, wie gesagt, bei Standards auch gefährlich. Sie haben viele große Spieler und da gilt es halt einfach da auch dagegen zu halten, so wie wir das jetzt auch in Dresden gemacht haben. Und es gilt halt dann einfach auch unsere guten Situationen, die wir sicherlich haben werden, dann eben auch dementsprechend umzusetzen und auszuspielen. Ich habe mal noch eine andere Frage zu diesem Pokal. Also
klar, alles, also für mich sind alle Fragen geklärt, was Wiesbaden angeht. Da ist ja das Halbfinale jetzt irgendwie einen Tag vor oder nach diesem Essenspiel. Gibt es da Gedanken, das zu beantragen, irgendwie zu verlegen oder? Also jetzt natürlich selbsterklärend, dass das an dem Wochenende nicht stattfinden kann, so wie das vom Sächsischen Fußballverband ursprünglich angesetzt ist. Da stehen wir gerade im Austausch, ja, zwecks Terminfindung und dann werden wir schauen, was dabei rauskommt. Wird sicherlich, logischerweise, es ist kein freies Wochenende mehr verfügbar, wenn man auf unseren Terminkalender schaut, es wird sicherlich dann nochmal eine zusätzliche englische Woche werden. Aber wie gesagt, wenn der Termin feststeht, dann werden wir ihn bekannt geben. Aktuell gibt es da zwischen Verband, dem ersten FC Lok Leipzig und dem FSV Zwickau noch keine Einigung. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.